Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Verleihung des Deutschen Umweltpreises 2021. Bitte begrüßen Sie die Moderatorin, Judith Rakers. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen hier im Kongress- und Wissenschaftszentrum, dem Darmstadtium in Hessen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie begrüßen darf zur Verleihung des Deutschen Umweltpreises 2021. Und auch Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im digitalen Stream, ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die sich freut, dass wir wieder analog zusammenkommen können, uns hier menschlich begegnen können, trotz der anhaltenden Pandemie. 3G macht es möglich. Aber wir freuen uns auch ganz besonders, meine Damen und Herren, dass dieser Umweltpreis, dass diese Verleihung auch in diesem Jahr wieder als digitaler Stream ausgestrahlt wird, weil wir damit natürlich auch Sie zu Hause an den Bildschirmen und in den sonntags geöffneten Büros erreichen können und der Deutsche Umweltpreis so eine größere Bühne und auch eine internationale Bühne erfährt. Meine Damen und Herren, ich darf hier im Saal ganz, ganz herzlich begrüßen. Darüber freuen wir uns sehr. Viele Ehrengäste, die trotz der unruhigen Zeiten in Sachen Pandemie und Regierungsbildung zu uns gekommen sind. Allen voran natürlich ein herzliches Willkommen dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Dann darf ich begrüßen als Gastgeberin des Landes Hessens die Umweltministerin des Landes Hessens, Priska Hinz. Als Gastgeber der Stadt Darmstadt ist bei uns der Oberbürgermeister Jochen Partsch. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ich begrüße außerdem Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Auch der Umweltminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist bei uns, Till Backhaus. Herzlich willkommen auch allen Landes-, Bundes- und Europaparlamentarierinnen und Parlamentariern. Ich begrüße außerdem seine Exzellenz, den Botschafter von Estland, Arla Streimann. Herzlich willkommen bei uns. Und natürlich auch alle DBU-Kuratorinnen und Kuratoren und die Kuratoriumsvorsitzende Rita Schwarzelö-Sutter darf ich jetzt zur Begrüßung zu mir auf die Bühne bitten. Ich glaube, so dürfen wir machen. Das ist erlaubt. Schön, dass Sie da sind. Ich gehe davon aus, dass auch Sie sich freuen, dass wir hier wieder zusammenkommen können nach einer digitalen Verleihung im vergangenen Jahr. Ja, Frau Rakers, ich glaube, das kann nichts ersetzen, persönliche Begegnungen, Gespräche. Virtuell ist doch auch eine Möglichkeit, aber wir schätzen es sehr, wenn wir uns wieder begegnen können und uns austauschen können. Das macht ja auch die DBU-Familie aus, eigentlich das Treffen hier mit den Preisträgerinnen und Preisträgern. Und das ist schon toll, dass wir dieses Jahr ein anderes Format haben als letztes Jahr in Hannover. Was gleich geblieben ist, sind die Themen: der Schutz des Klimas, der Erhalt der Biodiversität sind die herausragenden Herausforderungen dieser Zeit. Da stehen jetzt zwei internationale Konferenzen an. Und zwar einmal in Kunming, das ist eine Biodiversitätskonferenz, und einmal in Glasgow, die UN-Klimakonferenz. Welche Bedeutung kommt diesen Konferenzen zu vor diesem Hintergrund? Ja, das sind natürlich zwei ganz bedeutende Konferenzen, und gerade auch Corona-Pandemie hat das so durcheinander gebracht. Man konnte sich nicht treffen, es hat eine neue Diplomatie gebraucht, eine virtuelle internationale Diplomatie, aber die ersetzt nicht alles.
Und den Kalender, den natürlich Kunming verschoben hat und auch Glasgow, das ist jetzt in den nächsten Wochen, nächste Woche die Weltnaturkonferenz und dann im November die Weltklimakonferenz. Die setzen nochmal, haben große Herausforderungen, sie setzen nochmal wichtige Punkte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nächste Woche mit unserer Bundesumweltministerin auch an der Spitze Deutschland mit einbringen auf dem Weg zu einem globalen Rahmen, wie es weitergeht mit der biologischen Vielfalt. Und wir haben ein dramatisches Sterben der biologischen Vielfalt. Und jetzt geht es dringend darum, dass wir auch Möglichkeiten festlegen, wie wir das umsetzen, damit wir diese Ziele auch erreichen. Und in Glasgow genauso. Das Klima gönnt uns keine Pause, sondern es ist dringender als je zuvor, dass wir heute handeln, sofort handeln. Und wir haben als EU, auch unter deutscher Ratspräsidentschaft, unser Klimaziel angeschärft. Aber auch die G20-Staaten müssen jetzt nochmal deutlich bei den Zielen entsprechend sich auf den Weg machen und auch bei den Langfristumsetzungsstrategien. Also es wartet ziemlich viel Arbeit auf uns. Das ist die politische Ebene. Welche Herausforderungen sehen Sie da auf uns als Gesellschaft zukommen? Na, das Wichtige ist tatsächlich, wir setzen als Politik den Rahmen, international, national, aber auch auf Länderebene und dann natürlich auch auf kommunaler Ebene. Ich will es ausdrücklich auch nochmal sagen, die Kommunalen sind ganz wichtige Partner von uns. Gemeinsam auf diesen politischen Ebenen, gemeinsam in die gleiche Richtung zu gehen und tatsächlich zu sorgen, dass alle sich beteiligen können, dass wir diese Ziele auch erreichen, bei der Umsetzung beteiligen, nicht einige an den Pranger stellen, sondern zu schauen, was können wir alle tun, wie leben wir, wie wirtschaften wir, was können wir verändern in die richtige Richtung. Es geht nicht nur darum, dass wenige sich auf die Schulter klopfen, dann funktioniert es auch nicht, sondern es geht darum, dass wir auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene und auf internationaler Ebene in die gleiche Richtung gehen, sehr schnell, um diese Ziele zu erreichen. Welche Rolle können Stiftung und DBU denn da spielen? Naja, die DBU hat schon über die 30 Jahre, und ich will das an diesem Tag auch nochmal erwähnen, wir haben eigentlich ein tolles Jubiläumsjahr, Corona hat es etwas verändert. Aber auch da nochmal ein herzliches Dankeschön an den Bundespräsidenten. Wir waren bei der Woche der Umwelt auch in einem neuen Format, aber durchaus erfolgreich. Und wir hatten die Möglichkeit, mit denjenigen, die sich mit einbringen, Umwelttechnologien nach vorne zu bringen, was Neues auch zu erforschen, auch Jugendliche und Wissenschaftlerinnen, die sich auf den Weg machen, sich Wissen anzueignen. Das haben wir präsentieren können. Und ich glaube, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, das ist eine große Wertschätzung für Umwelt- und Klimaschutz, dass der Bundespräsident auch heute den Deutschen Umweltpreis wieder überreicht. Also ein großes Dankeschön auch nochmal an den Bundespräsidenten. Heute werden auf dieser Bühne zwei WissenschaftlerInnen ausgezeichnet. Welche Rolle können die Wissenschaftler spielen bei diesen Herausforderungen, beim Finden von Lösungen? Wir haben ja schon mal ganz tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer in unseren Preisträger liegen. Und einen will ich vielleicht heute nochmal, bevor ich zu der Preisträgerin des heutigen Tages und dem Preisträger komme, doch nochmal erwähnen und auch ihm von dieser Stelle gratulieren. Wir haben 1998 einen Preisträger gehabt, nämlich den Nobelphysikpreisträger Herrn Hasselmann und haben ihn mit dem Umweltpreis ausgezeichnet. Und ich glaube, das macht es nochmal deutlich, dass Stiftungen eben die Möglichkeit haben, sehr früh Entwicklungen zu erkennen, zu sehen, welche Umweltentlastung es geben kann, wie man Innovationen auf den Weg bringt, wo man unterstützt, wo man vielleicht auch mutig vorangehen muss. Und da kann eine Stiftung etwas mehr als Politik oder als eine Regierung, weil das doch manchmal sehr mühsam ist, bis man sich mit allen abstimmt. Hier in der DBU sind es tolle Mitarbeiter, sind es tolle Kuratorinnen und Kuratoren, tolles Team. Es geht Hand in Hand und wenn wir hier tatsächlich auch die Preisträgerinnen und Preisträger auszeichnen, ist es was Tolles. Die Preisträger in diesem Jahr, Frau Professor Böning-Gese,
natürlich die Frau, die biologische Vielfalt sich genau anschaut, schaut, wie im Makrosystem es sich verändert, wie Umweltveränderungen sich auf Ökosysteme auswirken. Das ist vor diesem Hintergrund dramatischer Verlust der biologischen Vielfalt ganz wichtig, auch wichtig für Politik, wichtig nachher, um auch Instrumente auf den Weg zu bringen. Und mit dem Preisträger, Herrn Professor Hans Josten, haben wir einen Forscher, der auch ganz konkret das nochmal umsetzt, nicht nur Moore erforscht und zeigt, welche spezielle biologische Vielfalt Moore aufweisen, sondern welche gigantische Kohlenstoffspeicherung so ein Moor bietet. Und er bietet auch Lösungen an, man braucht natürlich auch welche, die mitmachen. Und ein Landwirt, der eine Fläche entwässert hat, dem muss man vielleicht hinterher auch was anbieten. Der braucht auch eine ökonomische Entwicklung und damit setzt sich auch Herr Professor Josten auseinander. Also genau die Preisträger, die wir eigentlich brauchen, um die Herausforderung der jetzigen Zeit Klimawandel und biologische Vielfalt tatsächlich zusammenzubringen. Und wichtig ist, dass das nicht einzelne Silos sind und jeder guckt, sondern sie bedingen sich gegenseitig, sind wechselseitig, sie sind interdependent. Und das ist, glaube ich, auch der Charme daran. Wenn man es gut macht, dann kann man nicht nur technische Innovationen zur Umweltentlastung anbieten, sondern auch naturbasierte. Und das ist was ganz Besonderes. Und über die Arbeit dieser beiden WissenschaftlerInnen werden wir gleich noch ganz viel hören, auch über die Leidenschaft, die die beiden antreibt. Ich freue mich schon auf die Gespräche und danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich. Rita Schwarzelö-Sutter, meine Damen und Herren, Ihre Gastgeberin heute. Vielen Dank, Barkas. Danke. Ja, meine Damen und Herren, wir treffen uns ja in diesem Jahr in Darmstadt. Hessen ist das Gastgeberland und auch hier in Hessen werden von der DBU zahlreiche Projekte unterstützt. Und ein wichtiger Schwerpunkt ist hier die Circular Economy, die umfassende Kreislaufwirtschaft. Denn laut EU-Kommission sind etwa die Hälfte der gesamten Treibhausgasemissionen und mehr als 90% des Biodiversitätsverlustes und der Wasserknappheit auf die Rohstoffgewinnung und die Verarbeitung von Materialien, Brennstoffen und Lebensmitteln zurückzuführen. Eines der zentralen Themen der DBU ist es deshalb auch mit der mittelständischen Wirtschaft zusammenzuarbeiten, um hier Lösungen zu finden. Und die Pioniere dieses Wandels, die werden dann auch tatsächlich unterstützt. Im vergangenen Jahr haben wir auf der Bühne des Deutschen Umweltpreises ein Geschwisterpaar ausgezeichnet, und zwar Annika Roth und Hugo Sebastian Trappmann. Die beiden sind das perfekte Beispiel für solche UnternehmerInnen. Sie leiten die Geschicke der Blechwarenfabrik Limburg, und diese Blechwarenfabrik ist, wenn man das eingibt beim Routenplaner, 91 Kilometer entfernt von diesem Ort, liegt also auch in Hessen, hier im Gastgeberland, und deswegen nehmen wir sie jetzt noch einmal mit in das Unternehmen der Preisträger des vergangenen Jahres, und zwar gemeinsam mit der hessischen Umweltministerin Priska Hinz und dem Generalsekretär der DBU Alexander Bonde. Bitte sehr. In Hessen haben wir uns zu einer Umweltallianz zusammengeschlossen. Über 1000 Unternehmen, das Umweltministerium und die Kommunen. Wir arbeiten gemeinsam an Lösungen, gerade auch im Hinblick auf Ressourcen- und Klimaschutz in den Betrieben. Und ich bin froh, dass es solche Unternehmen gibt, wie zum Beispiel die Blechwarenfabrik in Limburg. Spart Ressourcen, arbeitet energieeffizient, achtet auf den Arbeitsschutz und sorgt auch noch für hohe Qualität. Klimaschutz ist manchmal auch Hightech, denn wenn wir die großen Aufgaben im Klimaschutz gemeinsam erreichen wollen, dann müssen wir ran an die großen Materialströme. Wir sehen, wie es geht, unter anderem hier bei unserem Umweltpreisträger des letzten Jahres. Den Deutschen Umweltpreis 2020 haben wir gewonnen, weil wir gezeigt haben, dass man sowohl die Ökonomie auch mit den Faktoren Soziales und Ökologie verbinden kann. Wir verarbeiten hier Metalle. Diese Verpackungen können wir im Kreislauf führen und damit unendlich recyceln.
Wir haben hier eine Schrottpresse integriert, die die Produktionsschrotte verpresst und damit unserer Wertstoff sofort wieder in die Schmelze gehen kann. Ein besonderes Projekt im Neubau war die Nutzung unserer Abwärme, um unsere Gebäude zu heizen und zu kühlen. Und damit können wir auf eine konventionelle Heizung verzichten. Wir als Deutsche Bundesstiftung Umwelt sind ja dafür da, Maßnahmen zum Schutz der Umwelt voranzubringen. Wir haben hier in Hessen eine florierende mittelständische Wirtschaft, spannende Hochschulen, aber auch eine aktive Zivilgesellschaft, mit der wir in unterschiedlichen Projekten zusammenarbeiten. Ich freue mich natürlich sehr über die langjährige Partnerschaft mit der DBU, dass 130 Millionen Euro nach Hessen geflossen sind in innovative Projekte, die wir sonst hätten nicht umsetzen können. Herzliches Dankeschön. Ja, ein sehr gutes Beispiel für UnternehmerInnen, die sich mit Leidenschaft für den Klimaschutz tatsächlich einsetzen. Und jetzt, meine Damen und Herren, gehen wir immer mehr in die richtige Richtung, die diesjährigen Preisträger kennenzulernen und Preisträgerinnen. Wir starten mit der Festrede und zwar von höchster Stelle. Wir freuen uns wirklich sehr, Herr Bundespräsident, dass Sie da sind, weil Sie mit Ihrer Anwesenheit und mit der Festrede, die wir gleich erleben werden, natürlich auch den ganzen Menschen und Anwesenden hier, die sich ehrenamtlich engagieren, das gute Gefühl geben, dass Ihre Arbeit wertgeschätzt wird. Deswegen nochmal herzlichen Dank von dieser Stelle. Und jetzt darf ich Sie auf die Bühne bitten zur Festrede, meine Damen und Herren, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Werte Abgeordnete, Frau Bundesministerin Schulze, Frau Ministerin Hinz, verehrter Herr Minister Backhaus, sehr geehrte Frau Vorsitzende des Kuratoriums, Frau Schwarzelö-Sutter, lieber Alexander Bonde, liebe Frau Professorin Böning-Gäse, lieber Herr Professor Joosten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Verleihung des Deutschen Umweltpreises ist jedes Jahr ein fester Termin im Kalender des Bundespräsidenten und es war, Sie ahnen es, die Pandemie, die im letzten Herbst Unvorstellbares zur Folge hatte. Zum ersten Mal in meiner Amtszeit konnte ich den Umweltpreis nicht persönlich überreichen, weil das Virus damals den Besuch in Hannover verhindert hat. Dieses Jahr ist es zum Glück anders. Der Entwicklung von Impfstoffen sei Dank. Es tut gut, dass wir wieder persönlich zusammentreffen können und es ist wichtig, weil nur aus Begegnung und Austausch, nur aus Gemeinsamkeit Veränderung entstehen kann und Veränderung ist dringend notwendig. Ich freue mich sehr, heute hier in Darmstadt zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren, in diesem Sommer, mitten in der Pandemie, hat eine Umweltkatastrophe unser Land erschüttert, eine Katastrophe, die sich viele in diesem Ausmaß nicht haben vorstellen können. Anhaltender Starkregen und Überflutungen haben im Ahrtal und an der Erft nur 200 Kilometer westlich von hier eine ganze Region verwüstet. Fast 200 Menschen sind ums Leben gekommen. Tausende haben ihr Haus, ihr Hab und Gut verloren und viele bangen um ihre Existenz. Ich werde nachher gleich nach dieser Preisverleihung nochmals dorthin fahren, nach Ahrweiler, Maischoss und Grafschaft, um mir ein Bild von den Aufräumarbeiten zu machen und um den Betroffenen zu sagen, auch wenn die Fernsehkameras mittlerweile weitergezogen sind, ihr seid nicht vergessen. Euer Land hat euch Hilfe versprochen und diese Hilfe, sie muss kommen. Verheerende Regenfälle in Mitteleuropa, sengende Hitze und Waldbrände rund um das Mittelmeer, die Bilder von den Katastrophen in unserer Nachbarschaft haben auch denen,
die es bisher nicht wahrhaben wollten, auf ganz schreckliche Weise gezeigt, die Folgen des Klimawandels sind auch bei uns in Europa angekommen. Sie sind sichtbar, schmerzhaft spürbar, sie treffen uns alle. Aber wir müssen uns eben auch klar machen, sie treffen Menschen in den ärmeren Ländern des Südens schon jetzt weitaus härter. Und sie werden zukünftige Generationen umso brutaler treffen, je weniger wir jetzt tun. Meine Damen und Herren, Pandemie und Hochwasser haben uns spüren lassen, wie verletzlich wir sind. Sie haben uns begreifen lassen, dass wir uns zu sehr in Sicherheit gewiegt haben, dass wir nicht weitermachen können wie bisher. Wir müssen jetzt handeln, wir müssen schneller und wir müssen entschlossener handeln. Wenn wir nicht konsequent umsteuern, würden wir die Lebensbedingungen auf unserem Planeten unwiederbringlich zerstören. Wir wissen das und deshalb haben wir uns gerade auch in Deutschland anspruchsvolle Ziele gesetzt. Doch die Lücke zwischen unseren Zielen und unserem konkreten Handeln ist nach wie vor deutlich zu groß. Diese Lücke zu schließen, das ist die Aufgabe, die große Aufgabe jeder denkbaren neuen Regierung, aber nicht nur der, unser aller Aufgabe, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, jede und jeder Einzelne. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute eine Wissenschaftlerin und einen Wissenschaftler auszeichnen, die auf dem weiten Feld des Klima- und Artenschutzes wirklich Herausragendes geleistet haben. Beide wecken Bewusstsein dafür, was alles nötig ist, um biologische Vielfalt zu erhalten und die Erderwärmung zu stoppen. Und beide machen zugleich anschaulich, leben uns auf beeindruckende Weise vor, was alles möglich ist, wie viel wir gemeinsam bewegen können. Das große Thema unserer ersten Preisträgerin ist ein besonders dringliches. Etwa 1 Million Tier- und Pflanzenarten auf unserem Planeten sind vom Aussterben bedroht. Bedroht, weil wir Menschen Raubbau an der Natur betreiben. Wir roden Wälder im Übermaß, beuten Böden aus, setzen giftige Pflanzenschutzmittel ein, fangen zu viele Fische, verschmutzen die Meere mit Plastikmüll. Liebe Frau Professorin Böning-Gese, Ihnen ist es zu verdanken, dass wir heute genauer wissen, welche Ursachen das Artensterben hat und auch was wir dagegen tun können. Sie konnten nachweisen, welchen Einfluss die intensive landwirtschaftliche Nutzung des Bodens, der Umbruch von Wald zu Ackerland oder der Klimawandel auf komplexe Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen tatsächlich haben. Und Sie haben Modelle entwickelt, mit denen sich vorhersagen lässt, wie sich Ökosysteme in den kommenden Jahrzehnten verändern werden. Ihr besonderes Interesse, ich sollte besser sagen, Ihre große Leidenschaft gilt dabei den Vögeln. Sie haben gezeigt, wie wichtig in den Tropen bestimmte Vogelarten für den Erhalt von Landschaften und ganzen Ökosystemen sind, weil sie Samen ausbreiten und Pflanzen bestäuben. Ihre Forschung macht uns immer wieder die Wechselwirkungen in der Natur klar. Klimaschutz ist Artenschutz, aber Artenschutz ist eben auch Klimaschutz. Sie konnten auch dokumentieren, dass die Zahl der Tier- und Pflanzenarten, vor allem der Vögel und Insekten, in deutschen und in europäischen Agrarlandschaften seit Jahrzehnten sinkt. Nicht zuletzt, weil zu viele Brachen, Wiesen und Weiden industriell bewirtschafteten Äckern und Stallhaltung gewichen ist. Es ist Ihr Verdienst, liebe Frau Böning-Gese, das Thema der biologischen Vielfalt ins öffentliche Bewusstsein gehoben und auf die politische Tagesordnung gesetzt haben. Und es ist Ihr Verdienst, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig eine vielfältige Natur auch für unser Wohlbefinden, genauer gesagt für unsere Gesundheit ist. Als Wissenschaftlerin bringen Sie dabei nicht nur unterschiedliche Disziplinen zusammen, sondern suchen auch das Gespräch mit der Gesellschaft.
Sie gehen neue Wege, um biologisches Wissen verständlich zu vermitteln, gerade auch den jungen Menschen. Damit fördern sie nicht nur den Artenschutz, sie stärken auch das Vertrauen in die Wissenschaft, das wir in unserer Demokratie so dringend benötigen. Und was ich besonders beeindruckend finde, sie beschwören keine Ängste herauf, verbreiten keine düstere Untergangsstimmung, ganz im Gegenteil. Sie stecken andere an mit ihrer Begeisterung für die Natur, für die Vogelkunde, für Streifzüge durch Berge und Flusstäler. Liebe Frau Böning-Gese, ich bin mir ganz sicher, Sie werden noch viele Menschen für den Artenschutz begeistern. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, für Ihren Enthusiasmus, für Ihre Entdeckungsfreude. Meine herzlichen Glückwünsche zum Deutschen Umweltpreis. Ihr Applaus. Meine Damen und Herren, der zweite Wissenschaftler, den wir heute auszeichnen, bringt uns einen ganz besonderen Klimaschützer näher, nämlich das Moor. Sie, lieber Herr Professor Joosten, haben als einer der ersten erkannt, wie wichtig gesunde, nasse Moore für den Klimaschutz sind, weil sie der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen und es dauerhaft im Boden binden. Und Sie haben erkannt, wie schädlich es ist für Klima und biologische Vielfalt, dass Moorböden in den vergangenen Jahrzehnten auf riesiger Fläche entwässert wurden, um sie land- oder forstwirtschaftlich zu nutzen. Seit Jahren appellieren Sie eindringlich an Politik und Gesellschaft, Moore zu renaturieren und so einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Artenschutz zu leisten. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sind Sie dafür unterwegs. Es ist ganz besonders Ihnen zu verdanken, dass seit den 90er Jahren politische Grundlagen für den Moorschutz tatsächlich gelegt werden. Wegweisend sind vor allem Ihre Ideen, wie Moore zugleich geschützt und landwirtschaftlich genutzt werden können. Paludikultur lautet der schöne Fachbegriff, den Sie geprägt haben. Es geht darum, auf nassen Mooren Pflanzen wie Moose oder Rohrkolben anzubauen, die sich als Blumenerde, ökologische Baustoffe oder zur Produktion von Bioenergie verwerten lassen. Im besten Fall können wir so gleich drei Ziele auf einmal erreichen: Treibhausgase reduzieren, Artenvielfalt fördern und neue Einkommensquellen für Landwirte schaffen. Lieber Professor Joosten, es zeichnet Sie aus, dass Sie nicht nur ein großartiger Moorforscher sind, sondern auch ein Moorschützer mit politischem Weitblick. Unermüdlich setzen Sie sich für die Umsetzung Ihrer Idee einer klimaneutralen Moorwirtschaft ein, bringen Politik, Landwirte, Naturschützer und Vertreter der Torfindustrie immer wieder zusammen. Und nicht zuletzt machen Sie vielen Menschen in unserem Land die einsame, weite, artenreiche Landschaft der Moore zugänglich, die Sie seit Ihrer frühen Kindheit fasziniert. Wir brauchen Menschen wie Sie, die uns die Natur erleben, erspüren und begreifen lassen. Denn nur wenn wir die Natur mehr schätzen, mehr verstehen lernen, werden wir unser Verhalten tatsächlich verändern. Lieber Professor Joosten, nicht nur die Moore der Welt, auch wir alle haben Ihnen viel zu danken. Auch Ihnen einen herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Umweltpreis. Meine Damen und Herren, werte Gäste, unsere Preisträgerin und unser Preisträger führen uns, ich finde, einmal mehr vor Augen,
Es gibt keinen Grund, in Angst zu erstarren und auf die Apokalypse zu warten. Klimawandel und Artensterben sind nicht unser Schicksal. Wir können etwas tun, um gemeinsam in eine klimaneutrale und artenreiche Zukunft zu gehen, dank des wissenschaftlichen Fortschrittes, den Sie repräsentieren, dank technologischer und wirtschaftlicher Innovationen, dank Engagement und Gemeinsinn, aber auch dank unserer Fähigkeit, umzulernen und unser Leben zu ändern. Und vieles geschieht ja auch schon. Zugleich machen uns unsere beiden Ausgezeichneten aber auch bewusst, wie komplex die Aufgabe ist, über die wir reden. An wie vielen Stellen wir ansetzen, wie viele Hebel wir in Bewegung setzen müssen. Was wir vor uns haben, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Wandel, eine große Transformationsaufgabe, die alle Bereiche unseres Lebens betrifft. Die Art, wie wir Energie erzeugen, Mobilität gestalten, Landwirtschaft betreiben, industrielle Güter erzeugen, Wohnungen bauen, Abfall entsorgen, wie wir reisen, wie wir einkaufen, wie wir uns ernähren. Wir wissen, dieser Wandel hat längst begonnen. Die Anfänge sind gemacht in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft. Und es besteht auch wahrscheinlich weitgehend Einigkeit darüber, dass wir mehr, viel mehr tun müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Wenn es aber, meine Damen und Herren, wenn es um die Frage geht, wie der Weg in eine klimaneutrale Zukunft aussehen soll, dann prallen immer noch unterschiedliche Wahrnehmungen und Interessen aufeinander. Dann wird klar, dass die Transformation auch soziale Konflikte mit sich bringt. Wie es gelingen kann, verehrte Gäste, dass wir uns als Gesellschaft gemeinsam auf den Weg in eine klimaneutrale Zukunft machen, wie wir unser großes Ziel erreichen können, ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt als Voraussetzung für Freiheit und Demokratie zu gefährden, wie wir das hinkriegen, das ist eine der größten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der kommenden Jahre und das nicht nur für eine neue Regierung. Denn der Übergang in eine klimaneutrale Zukunft kann nicht von einer Avantgarde allein bewältigt werden. Er muss von einer ganzen Gesellschaft getragen werden und das auf Dauer. Wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen, gerade auch die Jungen, gerade auch die, sich am Wandel beteiligen, dass sie ihre Sicht der Dinge einbringen können. Nur dann, wenn Bürgerinnen und Bürger sich als Beteiligte sehen, werden sie weitreichende Entscheidungen tatsächlich mittragen. Entscheidungen, die in einer Demokratie naturgemäß immer auch wieder Mehrheitsentscheidungen sein werden. Die Jungen sind wichtig. Gleichzeitig muss sich demokratische Politik nicht zuletzt auch denen zuwenden, die mit dem Wandel nicht so leicht Schritt halten können, die in der Phase des Übergangs um ihren Arbeitsplatz, ihren Beruf, ihren Wohlstand fürchten müssen. Nur wenn wir Kosten und Gewinne des ökologischen Umbaus fair verteilen, nur dann werden wir die Veränderung vermutlich gemeinsam voranbringen können. Meine Damen und Herren, Zusammenarbeit und Solidarität brauchen wir auch über Grenzen hinweg. Zuletzt gab es klimapolitische Signale, die doch hoffnungsvoll stimmen. Aus den USA, auch aus China, zuletzt vielleicht sogar etwas überraschend, auch aus der Türkei. Ich hoffe, dass auf der Biodiversitätskonferenz in Kunming, die, wenn ich richtig weiß, morgen beginnt, starke gemeinsame Beschlüsse gelingen. Und meine Damen und Herren, wir brauchen natürlich dann im November einen Durchbruch bei der Klimakonferenz in Glasgow. Beide Konferenzen finden statt und beide Konferenzen sind, wie ich finde, eine Chance der Welt zu zeigen, dass die Politik aus der Pandemie gelernt hat, dass sie nicht einfach in die alte Spur zurückkehrt, dass sie nicht zurückfällt, vor allen Dingen in nationale Egoismen. Das und nichts weniger ist die historische Aufgabe von Glasgow.
Aber es ist nicht nur die Politik, die jetzt handeln muss. Wir brauchen mehr Forschung, die Grundlagen legt für politische Debatten, die aber auch neue Technologien und Anwendungen entwickelt. Wir brauchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihr Wissen und ihre Ideen in demokratische Verfahren einbringen und sollten gleichwohl Unterschiede in der Verantwortung von Wissenschaft einerseits und Politik andererseits nicht einzuebnen versuchen. Ganz so, wie es unsere Preisträgerin und unser Preisträger vorleben, wie es auch unsere beiden Nobelpreisträger vorleben, die letzte Woche ausgezeichnet wurden, der Klimaforscher Klaus Hasselmann für seine Grundlagenforschung zur globalen Erwärmung, der Chemiker Benjamin List für seine Entdeckungen, die die chemische Industrie umweltfreundlicher machen. Eine großartige Auszeichnung für die beiden persönlich, für ihre Arbeit, auch für unser Wissenschaftsland, zu der ich den beiden Preisträgern und wir alle miteinander auch von hier aus heute noch einmal ganz, ganz herzlich gratulieren. Und natürlich brauchen wir nicht nur eine exzellente Wissenschaft, sondern auch gesellschaftliche Aufgeschlossenheit für neue Technologien und Verfahren zum Schutz der Umwelt. Wir wissen, in wie vielen Wirtschaftsbranchen läuft, eins haben wir heute gesehen, ein Beispiel, wir wissen, in vielen Wirtschaftsbranchen läuft der Wandel zur klimaneutralen Produktion längst auf Hochtouren. Auf dem Feld der Umwelttechnologie zählen deutsche Unternehmen weltweit zu den führenden Anbietern. Aber wir müssen noch mehr Unternehmerinnen und Unternehmern Planungssicherheit bieten und sie überzeugen, dass ökologische Investitionen sich lohnen, weil sie unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig machen, weil sie Arbeitsplätze und den Wohlstand auch in der Zukunft sichern. Ich wünsche mir sehr, dass wir den wirtschaftlichen Aufbruch nach der Corona-Krise dazu nutzen, Anreize für ökologisches Wirtschaften zu stärken, damit wir auch die Ökologisierung der Landwirtschaft etwa vorantreiben. Meine Damen und Herren, wir wissen aber auch, dass es mit neuen Technologien und Verfahren allein nicht getan ist. Wenn wir das Klima schützen und biologische Vielfalt erhalten wollen, dann müssen wir auch unser aller Verhalten ändern, jede und jeder Einzelne. Es gibt viele Menschen in unserem Land, die im Alltag längst Selbstverantwortung übernehmen, indem sie zum Beispiel umweltbewusst einkaufen, weniger Fleisch essen, weniger Lebensmittel verschwenden. Und viele, sehr viele, engagieren sich seit Jahren für den Umweltschutz, sei es in der eigenen Nachbarschaft oder weltweit. Es gibt so viele Menschen in unserem Land, die sich längst auf den Weg gemacht haben, auf dem Weg in eine bessere, nachhaltigere Zukunft. Und auch vielen anderen mangelt es nicht an Interesse für Umweltthemen, nicht an der Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen. Aber es gibt bei den meisten von uns noch eine Kluft zwischen Einsicht und Handeln. Ja, es ist schwierig, es ist unbequem, manchmal anstrengend, liebgewordene Konsum- und Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Umso wichtiger ist es, dass wir uns im Alltag bewusst machen können, wie wir uns verhalten, etwa durch CO2-Rechner oder die Kennzeichnung von Produkten, die darauf hinweisen, welche ökologischen Folgen unser Handeln hat, damit wir selbstbestimmt umsteuern können. Vor allem müssen wir mit dem Irrtum aufräumen, Klima, Arten- und Umweltschutz hätten vor allem mit Verzicht, Enthaltsamkeit und vor allen Dingen Freudlosigkeit zu tun. Das Gegenteil ist doch der Fall. Der ökologische Wandel verschafft uns mehr Lebensqualität, er gibt uns mehr Freiheit durch Mobilität, die keine Umweltressourcen verbraucht. Er macht uns unabhängig vom aufwendigen, konfliktträchtigen Abbau fossiler Brennstoffe. Er vermeidet einschneidende Unwetterkatastrophen und verschont unsere Volkswirtschaft vor kostenträchtigen Großschäden. Er erspart uns Umweltkrankheiten, lässt uns gesünder und länger leben. Er öffnet uns und denen, die nach uns kommen,
öffnet er eine gute Zukunft. Ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, wir haben allen Grund zur Zuversicht. Gerade in der Pandemie haben wir erfahren, dass diese Gesellschaft die Kraft zum Umsteuern tatsächlich hat. Und wir haben erfahren, wie viel Gemeinsinn, entgegen aller Skepsis, wie viel Gemeinsinn in dieser Gesellschaft immer noch steckt. Mir macht diese Erfahrung Hoffnung für den Aufbruch in eine klimaneutrale Zukunft. Und Menschen wie Sie, liebe Preisträgerinnen, lieber Preisträger, Menschen wie Sie machen uns nicht nur Mut, dass dieser Aufbruch gemeinsam gelingen kann. Sie zeigen auch, dass es Freude macht, dass der Aufbruch Freude macht, dass wir Lust auf Zukunft haben dürfen, wenn wir jetzt mit neuer Anstrengung fortsetzen, was wir begonnen haben. Wenn wir entschiedener handeln, rascher handeln. Wenn wir in den kommenden Jahren die Wende tatsächlich schaffen. Liebe Frau Böning-Gese, lieber Herr Joosten, ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem es Menschen wie Sie gibt. Und ich freue mich, Sie heute mit dem Deutschen Umweltpreis auszeichnen zu können. Herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden und vor allen Dingen unser aller Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und jetzt, meine Damen und Herren, hier im Saal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im digitalen Stream, werden wir noch tiefer einsteigen in die Arbeit unserer diesjährigen PreisträgerInnen. Und wir beginnen mit der Preisträgerin, die ihr Leben und Wirken der Biodiversität, der Artenvielfalt und der Makroökologie gewidmet hat. Wir beginnen mit Frau Professor Dr. Katrin Böning-Gese. Film ab. Katrin Böning-Gese erforscht, wie es um die Biodiversität bestellt ist. Welchen Einfluss Landnutzungs- und Klimawandel auf unseren Artenreichtum haben, dafür sind für die Ornithologin Vogelpopulationen wie diese Bienenfresser ein Indikator. Der wichtigste Faktor, der unsere Artengemeinschaften in Deutschland und in Europa verändert, ist derzeit die Landwirtschaft. Die Vögel der Agrarlandschaft, der Wiesen, der Weiden, der Äcker haben in den letzten 30 Jahren um 30% abgenommen. Seit 2015 berät die engagierte Biologin als Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina Politik und Gesellschaft. Immer im Blick, was die Landnutzung mit unserer Artenvielfalt macht. Von den etwa 8 Millionen Arten, die wir auf der Erde haben, ist 1 Million Arten vom Aussterben bedroht. Die Lage ist wirklich dramatisch und das heißt, dass wir alle etwas tun müssen, um die Biodiversität wieder zu fördern. Zum Beispiel hier jetzt in der Agrarlandschaft mit dem Maisanbau, aber auch die Politik, die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft. Ihr Beruf ist ihre Mission. Seit 2010 ist Katrin Böning-Gese Direktorin des Senckenberg-Forschungszentrums für Biodiversität und Klima. Am Kilimanjaro in Tansania, einem klimatisch extrem diversen Testgelände, leitet sie seit Jahren eine interdisziplinäre Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Was wir am Kilimanjaro gelernt haben, ist, dass sich Klimawandel und Landnutzungswandel gegenseitig verstärken. Ihre wissenschaftliche Expertise ist gefragt. Ob als Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft oder bei der Senatskommission Biologische Vielfalt der DFG. Ihre Arbeiten bei der Leopoldina waren Grundlage für die Zukunftskommission Landwirtschaft. Ich sehe mich als Wissenschaftlerin, in der Tat als Mahnerin, auf die existenzielle Bedrohung der Menschheit durch den Biodiversitätsverlust hinzuweisen. Aber wir Wissenschaftlerinnen müssen auch Lösungen anbieten. Und eine dieser Lösungen ist, den Anteil der geschützten Fläche auf der Erde zu erhöhen, von 17% derzeit auf 30% bis zum Jahr 2030.
Dafür hat die Biologieprofessorin der Frankfurter Goethe-Universität die sogenannte Makroökologie in Deutschland etabliert. Sie dient dazu, aus den Daten tausender Forschender Voraussagen über die Veränderungen von Ökosystemen aufgrund von Klimamodellen zu treffen. Bei der Makroökologie nimmt man ganz viele Arten zusammen, schaut sich Langzeittrends an und schaut zum Beispiel nach Hotspots der Artenvielfalt auf der Erde. Wie bei ihrem neuesten Makroökologieprojekt Legacy Landscapes. Die Ornithologin markiert die artenreichsten Gebiete auf der Welt, die zu Schutzgebieten erklärt werden sollen. Denn je artenreicher ein Lebensraum ist, umso mehr Biodiversität wir dort haben, umso stabiler ist dieser Lebensraum. Und damit ist die Biodiversität auch für uns Menschen unsere Lebensversicherung. Mit ihrem Wissen und vollem Einsatz kämpft Katrin Böning-Gäse für den Erhalt der Biodiversität. Schließlich beweist ihre jüngste Studie, Artenreichtum an Vögeln macht uns Menschen genauso zufrieden wie materieller Wohlstand. Ja, meine Damen und Herren, sparen Sie sich noch ein bisschen Applaus auf, denn jetzt darf ich Sie auf die Bühne bitten. Die Preisträgerin des Deutschen Umweltpreises 2021. Bitte begrüßen Sie auf der Bühne die Ökologin Prof. Dr. Katrin Böning-Gäse. Sie strahlen, das ist schön. Ich darf Sie bitten, dass wir uns direkt hinsetzen. Das ist schön, dass Sie strahlen. Das freut mich. Das soll auch so sein. Das ist Ihr Tag heute. Wir haben gerade erschreckende Zahlen gehört in dem Film. Um Deutschlands Artenreichtum, gerade bei den Vögeln, steht es schlecht. Sie haben uns ein Rebhuhn mitgebracht. Wie gefährdet ist diese Art? Das Rebhuhn gehört zu den Arten in Deutschland, die am stärksten abgenommen haben. Mit den Daten vom Dachverband Deutscher Avifaunisten wissen wir, dass seit 1980, seit etwa 35 Jahren, die Bestände des Rebhuhns um 91% abgenommen haben. Anderen Arten geht es auch nicht viel besser. Ja, im Film wurde, glaube ich, gerade die Zahl von 30% durchschnittlich benannt und dieses Tier zu 91%. Wir würden uns gerne noch mal anhören, wie so ein Rebhuhn eigentlich klingt. Wir haben da was vorbereitet. Liebe Regie, jetzt wäre der Zeitpunkt. Wenn das nicht kommt, dann müssen Sie das. Ah, da ist es. Das ist das Rebhuhn und diesen Gesang werden wir möglicherweise nicht mehr lange hören. Was passiert denn, wenn das Rebhuhn ausstirbt? Die verschiedenen Tierarten, auch die Vögel, haben diverse Funktionen in Ökosystemen. Eine wichtige ist zum Beispiel die Kontrolle von Schädlingen oder, da wurde gerade darüber berichtet, die Samenausbreitung, was für die Regeneration von Wäldern eine ganz zentrale Rolle spielt, bis hin zu Krankheiten und das Kontrollieren von Krankheiten. Wir haben auch die Feldlerche im akustischen Angebot, meine Damen und Herren. Und das machen wir jetzt extra, weil diese Gesänge so selten geworden sind. Wir geben diesen Gesängen und diesen Vögeln jetzt hier mit gutem Grund eine Bühne. Da ist sie. Und ich sehe hier im Saal, wie den meisten ein Lächeln übers Gesicht huscht. Denn Vogelgesang macht glücklich, ne? Vogelgesang macht glücklich. In der Tat. In einer Studie, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, auch wieder eine makroökologische Studie, wo Daten von über 35.000 Europäern ausgewertet wurden, konnten wir zeigen, dass Menschen, die in Regionen in Europa leben, wo es viele Vogelarten gibt, im Durchschnitt sehr viel zufriedener sind als Menschen, die in verarmten Gebieten liegen. Und das Besondere war auch dabei die Effektstärke. Die Effektstärke der Artenreichtums ist nämlich in der gleichen Größenordnung wie die des Einkommens. Tatsächlich. Einfach mal die Ohren aufsperren, ne, und hoffen, dass noch irgendwas piept und singt. Die Feldlerche gehört auch zu den besonders gefährdeten Arten, deswegen geben wir ihr hier eine Bühne. Und Sie haben uns auch den Kiebitz mitgebracht und seinen Gesang, weil auch er zu den Vögeln gehört, die möglicherweise bald nicht mehr singen. Ja.
Vielleicht können Sie es nochmal auf den Punkt bringen, hier für uns auf der Bühne. Warum sterben diese Vögel aus und diese Arten besonders? Das sind alle drei Arten der Agrarlandschaft, also der Äcker, der Wiesen und der Weiden. Und bei uns hat sich in den letzten Jahrzehnten die Agrarlandschaft stark verändert. Die ist sehr einseitig Richtung Produktivität ausgerichtet worden. Das machte nach dem Zweiten Weltkrieg auch viel Sinn. Und in dem Zuge sind Hecken verschwunden. Es wurden mehr Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Die Sorten sind monotoner. Wiesen und Weiden sind zu Acker, Mais umgebrochen worden. Und Vögel wie das Rebhuhn, die brauchen einfach Verstecke und die brauchen Nahrung. Die Jungen brauchen Insekten. Und in dem Maße, wie praktisch alle Leistungsfähigkeit der Natur nur in die Lebensmittelproduktion für uns Menschen geht, bleibt einfach nichts mehr übrig, um die ganzen Arten der Agrarlandschaft durchzubringen. Was müsste denn getan werden? Wie sehen die Lösungen aus? Wir haben in dieser Studie der Leopoldina Maßnahmen erarbeitet und dabei erkannt, dass es sich in der Tat um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt. Also, dass man den schwarzen Peter nicht nur Richtung Landwirtschaft schieben kann. Das ist klar, dass wir eine Ökologisierung der Landwirtschaft brauchen, aber das funktioniert nur, wenn die Landwirtinnen und Landwirte in dieser Landschaft ein Auskommen haben. Wir haben ja gleichzeitig ein riesiges Höfesterben. Das heißt, wir brauchen eine Agrarpolitik und eine Subventionspolitik, die das den Landwirtinnen und Landwirten erlaubt, in der Agrarlandschaft ein Auskommen zu haben und gleichzeitig die Biodiversität zu schützen. Und gleichzeitig muss sich in der Wirtschaft was tun. Biodivers erzeugte Produkte müssen im Handel erkennbar sein. Und an dem Punkt kommen wir Konsumentinnen und Konsumenten auch ins Spiel. Wir müssen bereit sein, wenn wir uns das leisten können, diese Produkte, Öko-Bio-Produkte zu kaufen und auch unseren Ernährungsstil zu ändern hin zu weniger Fleischkonsum. Welche Rolle spielt der Fleischkonsum denn hier? Man muss sich vorstellen, klar, diese ganze ökologische Landwirtschaft hat in der Tat etwas weniger Erträge, etwa 25%. Das heißt, die Sorge ist schon, ob wir unseren Fußabdruck, der jetzt schon im globalen Süden größer ist als in Deutschland selbst, wie wir diesen globalen Fußabdruck managen können, sodass es nicht noch schlimmer wird. Und da kommt einfach die Ernährung rein. Für ein Kilogramm Rindfleisch braucht man 40 Mal die Fläche wie für ein Kilogramm Kartoffeln. Und letztlich wird die Ackerfläche auf dieser Erde zu 2/3 für Tierernährung genutzt und nur zu 1/3 für menschliche Ernährung. Das heißt, es ist ein Riesenhebel, mit dem ich das System verändern kann. Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit mit der Sensibilität von Ökosystemen und Sie haben mir gestern, als wir uns schon mal unterhalten durften, ein Beispiel aus Indien genannt, an dem man sehr gut sehen kann, was passiert, wenn der Mensch kleine Eingriffe macht, wie ein ganzes Ökosystem aus den Fugen geraten kann. Mögen Sie das nochmal erzählen? Sehr gerne. In Indien sind Geier, große Geierpopulationen, wichtig für die Entsorgung von Aas. Jetzt hat man im guten Willen die heiligen Kühe mit Diclofenac behandelt, das ist ein Schmerzmittel. Das ist aber für Geier unglaublich toxisch. Und deswegen sind die Geierpopulationen in Indien auf einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Bestände zusammengebrochen. Mag man denken, was sollen Geier für eine Rolle spielen? De facto haben die aber das Aas von der Straße entfernt. Und weil es die Geier nicht mehr gab, haben Hunde, wilde Hunde, verwilderte Hunde zugenommen. Und die haben oft Tollwut. Und die beißen Menschen. Und die Hochrechnungen zeigen, dass wir in Indien 20.000 Tote durch Tollwut haben, weil die Geier als Gesundheitspolizei, wenn man so möchte, das Aas nicht mehr von der Straße räumen. Wie ist denn Ihre Prognose, wenn Sie sich diese Sensibilität so vor Augen führen? Wir haben gerade über die Vögel in Deutschland und die Landwirtschaft gesprochen. Kriegen wir das in den Griff? Es gibt, und das ist dann wieder die Stärke der Makroökologie, Modellierungen der Biodiversität, auch für die Zukunft, mit unterschiedlichen Szenarien. Und da stellt sich raus, wenn wir gleichzeitig unseren Konsum verändern, wenn wir große Schutzgebiete einrichten und wenn wir auch zumindest im globalen Süden die Produktivität erhöhen, wenn wir das alles sofort und gleichzeitig machen, und da ist der Einschränkung im Fleischkonsum gar nicht so dramatisch, es wäre gerade eine Halbierung hier bei uns in den Ländern des globalen Nordens, dann schaffen wir sogar bis 2050 die Kurve und dann würde die Biodiversität wieder ansteigen. Also es gibt
wenn wir das alles beherzt jetzt gleichzeitig angreifen, eine gute Prognose für die Zukunft, und dann können wir die Biodiversität auch für unsere Kinder und Kindeskinder bewahren. Das heißt, Sie sind zuversichtlich und nicht verzweifelt, ob der Ergebnisse Ihrer Forschung. Ich freue mich, weil ich habe dieses Ergebnis, dass die Vögel der Agrarlandschaft abnehmen, schon in meiner Doktorarbeit publiziert vor 30 Jahren. Das hat damals niemand gehört. Und dann alle 10 Jahre neue Daten. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, man hört uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu und das Thema Biodiversität kommt auf die politische Agenda und die Aufmerksamkeit ist da und ich sehe, wie sich die Wirtschaft verändert. Also ich habe so viel Zuversicht wie jetzt, hatte ich noch nie. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, aber um eins muss ich Sie noch bitten, und zwar, dass Sie in unser aller Namen dem Kurator der Institutssammlung einen ganz herzlichen Dank ausrichten, dass Sie dieses Rebhuhn mitbringen durften, denn er wollte es gar nicht rausrücken, richtig? Er wollte es nicht rausrücken, nein, der hat immer Angst, wenn er was aus der Sammlung gibt, dass sich das mit irgendwelchen Schädlingen ansteckt und dann die ganze Sammlung ansteckt. Wenn er weiß, dass Sie Hühner hatten, dann wird er das Rebhuhn erstmal zurück in die Tiefkühltruhe bringen, bevor er das dann wieder in seiner Sammlung erlaubt. Oh Gott, ich habe das Exponat kontaminiert. Ich will es nicht hoffen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für diesen zumindest kurzen Einblick in Ihre Arbeit. Sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Deutschen Umweltpreis. Dankeschön. So, bevor wir tatsächlich die Preise und die Auszeichnung vergeben, möchten wir natürlich auch noch Einblick bekommen in die Arbeit und in das Wirken, in die Forschung des weiteren Preisträgers. Und da darf ich Ihnen jetzt nun einen wirklich interessanten Mann vorstellen. Interessant schon deshalb, weil er jetzt etwas schützt, in dem er selbst mal fast ertrunken wäre. Also der Schutz der Moore ist sein großes Lebenswerk und wir werden dem gleich ein bisschen mehr auf die Spur kommen und auf den Grund gehen. Professor Dr. Dr. Hans Justen, zunächst Film ab. Professor Hans Justen sorgt sich um unsere Zukunft und die Moore. Der Klimawandel sei ohne die natürlichen CO2-Speicher nicht in den Griff zu bekommen. Justen hat Moore auf der gesamten Erde erforscht, arbeitete in mehreren UN-Gremien mit, wie im Weltklimarat, und gilt weltweit als der Moorexperte. Hier in seinem Hausmoor versucht er, in den meterdicken Torfschichten Entstehung und Entwicklung der Moore nachzuvollziehen. Das ist pur gespeicherter Kohlenstoff. So diese Pflanzenmasse besteht für die Hälfte aus Kohlenstoff. Und das lagert ab, das wächst dann Schicht für Schicht hoch. So bei uns Größenordnung 0,5 Millimeter bis 1 Millimeter pro Jahr. Aber über tausende Jahre werden das metersmächtige Schichten, die sehr viel Kohlenstoff enthalten. Das ist purer Klimaschutz. Das gilt allerdings nur für intakte Moore. Da fast alle Moore in Deutschland trockengelegt wurden, geben sie viele Klimagase ab. Etwa 7% der Gesamtemissionen, mehr als der Flugverkehr. In den Karrendorfer Wiesen zeigt sich, wie Moore in ihrem natürlichen Zustand wachsen, kein CO2 freisetzen, sondern im Gegenteil aufnehmen und wie sie sich trotzdem landwirtschaftlich nutzen lassen. Durch Schilfanbau. Aus Schilf lässt sich vieles machen. Dächer, Baumaterialien, Kunststoffe, Biogas. So, wir haben mit Schilf ein Beispiel einer Pflanze, die man, sag mal, nachhaltig ernten kann, ohne dass man dafür das Moor schädigen muss. Es gibt schon viele Ideen, was sich auf Mooren kultivieren ließe. In Hankhausen in Niedersachsen wird zum ersten Mal auf einem wiedervernässten Moor großflächig Moos angebaut. Moose sind schließlich die natürliche Vegetation auf Hochmooren. Wir haben ausgerechnet, dass wenn wir entwässerte Moore wieder vernässen, dass wir an diesem Standort mehr als die Aufheizung kompensieren, als die durch die CO2-Ausstoß seit der industriellen Revolution verursacht worden ist. Also Moorwiedervernässung ist eine sehr wichtige Maßnahme, auch dass man kühlende Systeme kreiert für eine Welt, die ohnehin wärmer wird.
Weltweit binden Moore doppelt so viel Kohlendioxid wie die Biomasse aller Wälder. Hans Josten hat dieses Potenzial erkannt und engagiert sich ein Leben lang für einen vernünftigen Umgang mit diesem feuchten Lebensraum. Und jetzt werden wir ihn näher kennenlernen. Bitte begrüßen Sie auf der Bühne Professor Dr. Dr. Hans Josten. Hallo. Hallo, freut mich sehr. Bitte schön. So, Herr Professor, auch Sie haben uns etwas mitgebracht. Keine Rebhuhn, aber Moor. Vielleicht mögen Sie uns einmal kurz erklären, was sich in diesem kleinen Terrarium hier befindet. Ja, dies ist ein Miniatur-Hochmoor, kann man sagen, was maßgeblich existiert aus Torfmoose. Torfmoose sind eigentlich weltweit die wichtigste Torfbilder. Es gibt keine Pflanzengruppe, in der so viel Kohlenstoff enthalten ist, weltweit wie in Torfmoose. Und die bauen dann diese Torfe auf. Dieses sieht aus wie natürliches Ökosystem, aber es zeigt auch, was wir für nachhaltige Nutzung von diesen Pflanzen kriegen können. Weil, wie wir schon gesehen haben, unsere Kollegen bauen diese Torfmoose an und ernten die unter anderem als Ersatz von Torf, von fossilen Torf im Gartenbau. Und das ist ganz wichtig, um zu einer nachhaltigen Welt zu kommen. Sie haben gestern bei der Probe mir noch erzählt von diesen kleinen Moosbeeren hier, die so ein bisschen wie Cranberries schmecken. Und Sie sagten, die schmecken besonders gut mit Rebhühnern. Das trauen Sie sich jetzt nicht mehr zu sagen nach dem Gespräch, oder? Das würde früher gemacht. Die schmecken auch gut natürlich im Allgemeinen. Sie haben einen ganz besonderen Geschmack. Das ist etwas sauer. Und viel Vitamin C. Und sehr viel Vitamin C. Ja. Die werden natürlich auch geerntet. Man kann sie anbauen. Das ist auch so eine Weise von Paludikultur, dass man solche Früchte anbaue auf nasse Moore. Und ein anderes Beispiel haben wir hier zum Beispiel. Das ist der Sonnentau. Das ist eine fleischessende hier, Pflanze. Zeigen Sie es mal für die Kamera. Das Kleine hier, man muss aufpassen, Fleisch fressen, nicht, dass der Finger gleich weg ist. Aufwarten, hä? Ja. Das ist eine fleischfressende Pflanze. Aber die produziert Medizin, was sehr gefragt ist für allerhande Medizin gegen Lungenkrankheiten. So zwei von meinen Postdocs haben Unternehmen gegründet, worin sie handeln in angebaute Sonnentau. So alles, was man hier sieht, ist Natur, aber kann man auch ökonomisch anbauen und ernten. Sie plädieren ja gar nicht dafür, dass man die Moore einfach nur so unter Naturschutz stellt, sondern Sie sagen, es muss einen wise use geben, einen weisen Gebrauch. Wir können da auch ernten, wir können da Landwirtschaft betreiben. Und Sie haben uns Produkte mitgebracht, die man mit Hilfe eines funktionierenden Moores eben herstellen könnte. Vielleicht können wir das einmal erklären. Das hier ist letztlich Baumaterial, ne? Ja, das sind Baumaterialien. Das ist von Pflanzenmaterial, was angebaut ist auf wiedervernässte Moore. Wir haben schon gesehen, diese Entwässerung der Moore, die führt zu richtigen Klimaproblemen. Ja, kleine Teile von entwässerten Moore, die weltweit entwässert sind und in Deutschland große Fläche, die führen zu riesen Emissionen. Weltweit 5%, in Deutschland fast 7% aller Emissionen. Um das zurückzudringen, müssen wir die Moore wieder vernassen. Aber die Moore sind zu 83% in Deutschland in landwirtschaftliche Nutzung. Also trockengelegt. Die sind trockengelegt und sind in landwirtschaftliche Nutzung. Und ja, man kann natürlich keine Kartoffeln unter Wasser anbauen. So, wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten, um diese Emissionen zu begegnen. Wir müssen die Sache wieder vernässen. Wir können das machen, durch neue nasse Wildnisse zu schaffen, einfach aus der Produktion zu holen, was auch sehr wichtig ist und sehr, sehr interessant. Das bringt richtig was für die Biodiversität und für die anderen Ökosystemdienstleistungen. Aber weil natürlich die Moore entwässert sind, um Produktion zu schaffen, müssen wir auch darüber nachdenken, können wir die Moore nach Wiedervernässung in der Produktion halten. Und das versuchen wir auszusuchen, welche Pflanze kann man anbauen und wie kann man die nutzen. Dies sind zum Beispiel Rohrkolbe. Ich habe das gezeigt, weil man dort diese Pflanze noch ganz gut sieht. Mhm. Und das ist ein Material, das ist
voll genial. Da kann man richtig Bauplatten von machen, die sehr stark sind, die sich selbst tragen. Und die gut dämmen. Ne? Und sehr gut isolieren. So, ja. Man kann das, sag mal, in der Bauwirtschaft verwenden und dann hat man ein nachhaltiges, sag mal, Material, was auch gut ist fürs Klima. Und es wächst auf wiedervernässtem Moor. Mhm. So, das ist ein Beispiel. Aber man hat natürlich auch weitergehende Sachen, eigentlich von ähnliches Material, derartige Platten. Das sind neue Technologien, die angewandt worden sind, durch sehr feine Fasern davon zu machen. Und es zeigt sich, dass diese Fasern dann so aufgerissen werden, dass wenn man die mit Wasser mischt, dass man die nachher zu solchen starken Platten machen kann, wo man richtig alles mit bauen Möbel kann. Möbel kann man daraus Möbel bauen, kann man machen, kann man Auto mitbauen, alles kann man grundsätzlich damit machen. Mhm. So, das ist nachhaltig, das wächst auf wiedervernässte Moor, so eigentlich mit negative Emissionen, kann man sagen. So, das ist auch richtig Zukunftsmaterial. Mhm. Und das Letzte habe ich noch ein Beispiel von ganz einfachen Nutzungen. Verbrennen kann man immer. Man kann immer diese Biomasse verbrennen. Wir haben schon ein Heizwerk in Malchin funktionieren, was nur dreht auf Biomasse, geerntet von wiedervernässtem Moor. Und das wärmt einfach einen Teil der Stadt. Mhm. Klimaneutral oder eigentlich klimanegativ. Das heißt, dass diese Produkte teilweise auch schon in der Anwendung sind und sich auch wirtschaftlich lohnen würden? Ja, viele von diesen Produkten sind natürlich noch in Entwicklung. Mhm. Die ganze Produktlinie sind noch nicht fertig. Aber viele von diesen Sachen sind eigentlich sehr vielversprechend und können eigentlich fast unmittelbar umgesetzt werden. Zum Beispiel diesen Torfmoosanbau läuft jetzt, auch dieser Rohrkolbeplattenbau. Das läuft eigentlich, das muss nur aufskaliert werden. Mhm. Um solche Produkte herstellen zu können, sagen Sie, muss das Moor wieder nass sein, müssen wir es wieder vernässen. Wie funktioniert das denn, ein schon trockengelegtes Moor wieder in den Ursprungszustand zurückzuversetzen? Kommt da die Feuerwehr, hält einen Schlauch rein oder wie macht man das? Ja, man hat die Moore trockengelegt durch etwas zu tun, dass das Wasser wegläuft. Wir müssen einfach aufhören, die Moore zu entwässern und dann werden die wieder nass. Wir müssen aufhören zu pumpen. Viele von unseren Mooren werden einfach trocken gepumpt. Wenn wir damit aufhören, werden die wieder nass. Oder wir müssen aufhören, die Gräben zu pflegen oder selbst zuzumachen, zuzuschütten und es wird wieder nass. Wir können einfach sagen, wo es ein Moor gab, gab es auch ausreichend Wasser. Wir haben nur das Wasser weglaufen lassen und wenn wir damit aufhören, wird das Großteil der Moore wieder nass. Könnten wir damit das Klimaproblem lösen, wenn die Moore wieder vernässt werden? Wir lösen das Klimaproblem nur, wenn alles tun. Wir müssen zurück nach Null. Die Moore sind weltweit nur verantwortlich für 5%, in Deutschland für 7%. Dieses Teil muss geleistet werden. Aber wir müssen nicht denken, dass die Moore die Welt retten gehen. Wir sind alle verantwortlich, alle individuell, alle Organisationen, alle Organisationsebene, um dieses Ziel zu erreichen. Ich fand das so interessant, was ich gelernt habe über Ihre Arbeit im Vorfeld, dass 3% der Landfläche weltweit Moore sind. Und dass sie doppelt so viel Kohlenstoffdioxid speichern können, diese 3%, wie alle Wälder der Erde zusammen. Ja. Das ist richtig, ne? Man ist überrascht, wenn man das hört. Ja, da steckt was in diese Schicht Torf drin. Das sind metermächtige Schichten und die findet man, sag mal, über die ganze Fläche. In einem Wald stehen die Bäume auseinander. Mhm. Durch einen Wald kann man spazieren. Durch ein Dorf, Lagerstadt kann man nicht spazieren. Da gibt es keinen Raum dazwischen. Es ist überall Kohlenstoff. Wir sehen hier und erleben gerade, mit wie viel Leidenschaft Sie sich für das Moor einsetzen. Ich habe vorhin in der Anmoderation erzählt, Sie tun das, obwohl Sie fast mal in einem ertrunken wären. Mögen Sie uns das erzählen? Ja, das war eigene Dummigkeit natürlich. Man ertrinkt nicht im Moor, man ist nicht vollständig blöd. Das war ein Fehler von mir. Ich wollte viel Arbeit leisten. Ich wollte 100 Vegetationsaufnahmen auf einem Tag machen. Und dann hat man sich beeilt und dann bin ich ausgerutscht und dann bin ich auf eine Fläche, auf einen Schwingrasen geraten, von dem ich wusste, dass er mich nicht halten würde. Aber ja, ich hatte es nicht im Griff. So, ich falle rein und dann geht man immer weiter runter und dann wird man immer kleiner, der Kopf immer weniger übers Moor und dann versucht man natürlich sich rauszuziehen, aber das Gras, das bricht ab, wenn man, sag mal, ich ging immer tiefer und ich dachte, das ist das dann. Und dann bin ich, denke ich, gestorben
Und wenn ich wieder zu mir kam, lag ich auf der trockenen Seite. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin natürlich von höherer Hand gerettet worden, dass du noch eine Aufgabe hast und so weiter. Und das habe ich dann 30 Jahre Moorschutz gemacht. Und dann habe ich entdeckt, was eigentlich wahrscheinlich geschehen ist, wenn ein Kollege von mir einen fast tödlichen Unfall hat. Dann hat er nachher erzählt, wenn man sein Bewusstsein verliert, dann erlöscht man sein Kurzzeitgedächtnis. So, ich bin selbst rausgekommen auf eigene Kraft und dann durch Erschöpfung oder durch Emotionen bewusstlos geraten und dann nachher wieder zu mir gekommen mit erlöschtes Kurzzeitgedächtnis und gedacht, dass ich gerettet war durch ein Wunder. Aber das war dann nicht so. Aber hat man so. Ja. Das erklärt einiges. So, und letzte Frage, weil uns natürlich wie immer die Zeit so ein bisschen im Nacken hängt. Sie meinen das tatsächlich ernst mit dem Moorschutz, und zwar sehr ernst. Ich weiß nämlich noch eine persönliche Geschichte über Sie. Sie haben Ihren eigenen Vater und eine Schwester verklagt, weil die im Moor von ihren Jagdrechten Gebrauch machen wollten, ohne das jetzt im Einzelnen nachzuerzählen. Aber wie kam das in Ihrer Familie an, dieser kompromisslose Schutz des Moores? Ja, ich habe meinen Vater 7 Jahre unmöglich gemacht, um Rebhühner zu schießen in sein Jagdgebiet, was ein Moor war, weil ich fand, dass man in Schutzgebiet nicht jagen sollte. Und das war 7 Jahre erfolgreich, habe ich letztendlich verloren. Mein Vater hat dann mal zu mir gesagt, Junge, ich hasse es, dass du das machst, aber wenn du das nicht machen würdest, weil ich dein Vater bin, würde ich dich verachten. Ja, ich bin einfach erzogen worden, dass man immer für seine Ideale gehen muss. Das ist keine persönliche Sache. Wenn ich auf Bauern schimpfe, dann schimpfe ich nicht gegen Personen. Ich schimpfe gegen ein System. Ich verstehe, warum Leute in solche Situationen geraten sind. Mein Großvater war der erste Bauer bei uns im Moor. Das war, sag mal, was damals notwendig war. Aber was jetzt notwendig ist, dass wir andere Sachen machen, dass wir die entwässerte Moore wieder nass machen. Und das müssen wir gemeinsam tun. Das ist nicht eine Aufgabe von Einzelbauern, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wir müssen das alle zusammen angehen. Wir müssen einen Masterplan haben, um die Moore zu wieder vernassen, ähnlich wie ein Kohlenausstieg. Das ist auch nicht an den einzelnen Braunkohlbaggerfahrern, Maschinist aufgetragen, organisiert mal den Kohlenausstieg. Und das ist so mit dieser Moorlandwirtschaft auch. Da müssen wir überall rangehen und da müssen wir großflächig koordiniert angehen und da müssen wir schnell angehen. Die Zeit läuft uns davon. Mhm. Wir haben noch bis vielleicht 2040. Wir haben noch bis 2040, vielleicht 2045, um die Sache richtig zu lösen. Die Aufgabe sind groß, aber ich glaube, dass wir das schaffen können, wenn wir das Problem erkennen und drangehen. Mhm. Gestern war hier noch ein Aufkleber auf dieser Vase, auf diesem kleinen Terrarium, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Da stand drauf, Moor muss nass. Und ich habe Ihnen gesagt, ach, das fasst ja in 3 Worten zusammen, was wir jetzt 10 Minuten lang besprochen haben. Und Sie haben gestern gesagt, das fasst meine Arbeit der letzten 30 Jahre zusammen. Ja, ja, in so. Diesem Sinne, meine Damen und Herren, Moor muss nass. Einen großen Applaus bitte für unseren Preisträger, Professor Josten. Danke. Danke. Und weil wir jetzt so viele Denkanstöße bekommen haben von unserer Preisträgerin, von unserem Preisträger, nutzen wir jetzt die Gelegenheit, um einmal zumindest kurz ins Gespräch zu kommen mit der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Sie ist bei uns heute, worüber wir uns sehr freuen, Svenja Schulz. Frau Schulz, Sie haben die Gespräche gerade gehört und wir haben ein erneutes Mal gehört und erfahren, dass die Zeit drängt und dass wir nun wirklich anpacken müssen. Warum gehen manche Dinge so langsam? Es geht so langsam, weil es wirklich große Veränderungen sind. Wenn man sich einmal anguckt, wir sind uns alle einig bei der Energiewende, wir müssen aufhören, Kohle, Öl, Gas zu verbrennen. Aber das, über was Umweltschützerinnen und Umweltschützer schon lange reden, dass wir Moore wieder vernässen müssen. Das kriegt erst jetzt langsam eine größere Öffentlichkeit. Das war
sehr schwierig, zwischen Bund und Ländern eine gemeinsame Moorschutzstrategie zu vereinbaren, damit wir endlich die nötigen Schritte ergreifen. Da hängt einfach so viel dran, so viel Veränderungen. Und deswegen dauert es manchmal länger. Aber es ist absolut richtig, wir haben diese Zeit nicht mehr. Wir müssen jetzt schneller werden, damit wir die Ziele, die wir uns im Klimaschutzgesetz gesetzt haben, nämlich treibhausgasneutral zu werden, damit wir diese Ziele wirklich erreichen. Was ist mit dem Bereich Subventionen? In den Gesprächen habe ich immer wieder erfahren, dass einfach die falsche Art von Landwirtschaft subventioniert wird. Das führt zu Biodiversitätsverlust, zum Artensterben. Ja, das ist so. Es ist über viel zu viele Jahre eine falsche Landwirtschaftspolitik gemacht worden, in guter Absicht. Man wollte Lebensmittel produzieren, man wollte Landwirtinnen und Landwirten helfen. Aber das Ergebnis ist eben eins, was so nicht mehr weitergehen kann. Wir verlieren Arten, wir verlieren die Vielfalt, die wir haben, wir verlieren Insekten und es ist nicht gut für das Klima und deswegen muss sich was verändern. Wir konnten jetzt die ersten Schritte in der gemeinsamen Agrarpolitik gehen, dass endlich diese gesellschaftlich gewünschten Leistungen wie Moorschutz, wie Artenvielfaltschutz, sowas auch finanziert wird. Aber es sind mühsame Schritte und auch da müssen wir schneller werden. Wir haben dank der Zukunftskommission Landwirtschaft, an der Frau Benengese ja mitgearbeitet hat, haben wir es auf dem Tisch liegen, was zu tun ist. Es ist erarbeitet, es ist in einem großen Konsens erarbeitet worden. Es aber reicht jetzt vielleicht nicht, wenn es auf dem Tisch liegt. Nee, es muss jetzt umgesetzt werden. Das ist die Herausforderung, die wir haben, die diese Regierung hat und die wir alle gemeinsam haben. Mhm. Vielen Dank, zumindest für diese kurze Erwiderung, Svenja Schulze. Wir würden jetzt in Richtung Preisverleihung gehen, meine Damen und Herren. Denn ich glaube, das haben unsere PreisträgerInnen tatsächlich verdient, dass jetzt die Auszeichnung auch in ihren Händen liegt. Ich darf Sie bitten, gleich hier zu bleiben, wenn Sie möchten. Soll ich abnehmen? Darf ich es Ihnen nicht legen? Sie sagen, genau, perfekt, vielen Dank. Wenn Sie einmal schon mal hier da auf die Füße treten. Wir haben das natürlich alles mit Corona-Abstand jetzt hier organisiert auf der Bühne. Und ich darf jetzt auf die Bühne bitten, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream, auch noch einmal Frau Schwarzelür-Sutter und Herrn Bonde und Frau Hinz, bitte. Herr Bonde hier. Ganz dort außen. Vielen Dank. So, dann fehlt uns jetzt zur Preisverleihung, meine Damen und Herren, nur noch die wichtigste Person dieses Deutschen Umweltpreises. Bitte begrüßen Sie noch einmal auf der Bühne Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ja, ja bitte. Man weiß vor lauter Markierung gar nicht mehr, wo man sich überhaupt hinstellen soll. So, dann darf ich jetzt die Preisträgerin tatsächlich zur Preisübergabe endlich auf die Bühne bitten, Frau Professor Dr. Katrin Böning-Gese. So, Herr Bundespräsident, walten Sie Ihres Amtes. Sie werden völlig überrascht sein, meine Damen und Herren. Frau Professorin Katrin Böning-Gese erhält den Deutschen Umweltpreis für ihre Verdienste bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt. Herzlichen Glückwunsch. Steht Ihnen gut. Das müssen Sie aushalten, das ist Ihr Applaus. Und ich darf jetzt auf die Bühne bitten, mit Ihrer Hilfe und Ihrer Unterstützung hier mit Applaus, meine Damen und Herren, Professor Dr. Dr. Hans Josten.
Herr Professor Hans Josten erhält den Deutschen Umweltpreis für seine Verdienste um die Bedeutung der Moore für den Klimaschutz. Herzlichen Glückwunsch. Da ist Ihr Preis. Kolleginnen und Kollegen der Presse nach vorne bitten, dass sie ihre Fotos machen können jetzt von dieser Situation. Das wäre der Moment. Kommen Sie gerne nach vorne, denn dazu ist der Deutsche Umweltpreis ja da, nicht nur auszuzeichnen, sondern den ForscherInnen eine Bühne zu geben und ihrer wichtigen Arbeit. Und ich freue mich schon auf den Tag, an dem wir die Preise wieder aus der Hand übergeben dürfen. Ohne Abstand hier auf der Bühne agieren können. Dann darf ich die Kolleginnen und Kollegen der Presse, die Fotografinnen und Fotografen jetzt wieder einmal bitten, nochmal zur Seite zu treten, damit wir jetzt nochmal ein Kamerabild haben von unseren Preisträgern. Wenn ich Sie bitten darf, nochmal einmal in Richtung Rotlicht zu schauen. Das wäre jetzt für die interne Verwendung. Und gerne nochmal einen Applaus. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch nochmal den Trägerinnen und Trägern des Deutschen Umweltpreises 2021. Vielen Dank, Herr Bundespräsident, für Ihre Unterstützung auch in diesem Jahr. Wenn Sie möchten, dürfen Sie sich jetzt wieder setzen, natürlich unter unserem Applaus. Und mit Corona-Abstand. Sie dürfen alle einmal wieder auf Ihre Plätze, außer Herr Bonde, der bleibt bei mir. Vielen Dank. Ja, Herr Bonde, auch wenn es mühsam ist mit den Corona-Abständen und den Sicherheitsauflagen, die wir einhalten müssen, es ist doch schön, dass wir hier zusammenkommen wieder, oder? Es ist jedenfalls viel schöner als das letzte Jahr, als wir mit 20 Leuten in einer Halle für 3000 Leute gesessen sind. Also insofern sind wir wirklich froh, Sie alle heute hier zu sehen. Natürlich auch vor den Bildschirmen, aber so viel engagierte DBU-Familie an einem Ort hatten wir lange nicht mehr. Ich glaube, auch das macht Spaß und gibt Hoffnung. Ja, und jetzt ist das Rednerpult aufgebaut. Sie haben die berühmten vorletzten Worte. Bitte schön. Meine Damen und Herren, Ihr Gastgeber. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, liebe Preisträgerin, lieber Preisträger, verehrte Gäste, wir leben in herausfordernden Zeiten mit Klimakrise und Artensterben, haben wir zwei große globale ökologische Krisen zu bewältigen. Und wir haben es deutlich gehört, für beide haben wir wenig Zeit und großen Handlungsdruck. Was macht uns dabei Mut? Ich glaube, es sind Momente wie heute und Menschen wie Sie, liebe Frau Professorin Böning-Gäse und Sie, Herr Professor Josten, denn Sie beide, Sie stehen prototypisch für genau das, was wir mit dem Deutschen Umweltpreis auszeichnen wollen. Menschen,
die Herausragendes leisten zum Wohle des Planeten. Menschen, die frühzeitig Lösungen entwickeln, zum Teil schon in Momenten, wenn andere noch nicht mal das Problem erfasst haben. Und Menschen, die mit Begeisterung für ihre Themen Leute mitnehmen, aufmerksam machen und Wege aufzeichnen. Die Auszeichnung von Klaus Hasselmann mit dem Nobelpreis für Physik in dieser Woche unterstreicht es auch nochmal. Bereits vor 23 Jahren wurde er für die bahnbrechenden Arbeiten zum Klima von der DBU zum Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Diese Woche nun die Nachricht vom Nobelpreis. Das macht deutlich, manches braucht lange, um erkannt zu werden. Aber wir reden heute über Themen, wo wir nicht erneut so viel Zeit haben, um sie verstreichen zu lassen. Wir brauchen schnelles, gemeinsames Handeln. Das vor uns liegende Jahrzehnt ist wahrscheinlich ein entscheidendes in der Menschheitsgeschichte. Ist das Jahrzehnt, in dem wir unser gesamtes Leben und das Wirtschaften wieder in Einklang bringen müssen mit den Belastungsgrenzen des Planeten? Gelingt das nicht, stehen wir vor unumkehrbaren Prozessen mit erheblichen Auswirkungen auf den Planeten, aber vor allem auf uns Menschen. Insofern ist Machen das Gebot der Stunde. Und ich glaube, genau dafür stehen die heute Geehrten. Nochmal ganz herzlichen Dank für dieses Tun. Die gute Nachricht ist, wir fangen nicht bei Null an. Nach 3 Jahrzehnten Fördererfahrung wissen auch wir als Deutsche Bundesstiftung Umwelt, für viele der vor uns liegenden Probleme gibt es bereits Lösungen. Manche dieser Lösungen sind noch nicht perfekt, aber das alleine darf keine Ausrede sein, die Hände in die Taschen zu stecken und abzuwarten. Und so komplex und vielfältig die Probleme sind, so differenziert und mannigfaltig müssen auch die Lösungen sein. Wir warten nicht auf das eine magische Wundermittel, sondern wir legen los mit den Lösungen, die wir haben, mit den vielen Ideen von Macherinnen und Machern, die auf unterschiedlichen Ebenen dabei sind, loszulegen. In Kürze tagt die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow. Und was in Glasgow an Gigatonnen CO2-Einsparungen beschlossen wird, das gilt es jetzt in Kiloweise in Greifswald, Gladbach und Glückstadt einzusparen. Und morgen startet die genauso wichtige Weltbiodiversitätskonferenz im chinesischen Kunming. Und auch hier gilt, was in Kunming zur Rettung der Biodiversität beschlossen wird, kann nur gelingen, wenn es dann in Kulmbach, Koblenz und Kiel konkret umgesetzt wird. Und genau diese Schritte, genau diese Umsetzungsarbeit, da sehen wir auch unsere Rolle als Stiftung, als Innovationsförderin in der Unterstützung von denjenigen, die mit neuen Ideen beherzt vorangehen, mit neuen Erkenntnissen, neuen praktischen Lösungen und Geschäftsmodellen diesen Weg gestalten. Die heutigen Preisträgerinnen und Preisträger geben uns den Mut, hier weiter voranzugehen. Die vielen Antragstellerinnen und Antragsteller bei uns als Stiftung geben uns auch den Mut. Wir sehen es in der täglichen Arbeit. Es brummt bei der Innovationsförderung. Viele Unternehmen, insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, haben die Zeichen der Zeit erkannt und gehen voran, wollen den Wandel aktiv mitgestalten und nachhaltig wirtschaften. Und auch deshalb, das Team Klimaschutz lässt sich die Wachstumsmärkte von Bedenkenträgern nicht mehr kaputt machen. Es geht voran und glaube, das ist die Botschaft auch heute. Wir können die Probleme lösen, wenn wir sie anpacken. Bevor wir heute auseinandergehen, möchte ich noch meinen Dank aussprechen. Herr Bundespräsident, wir fühlen uns sehr geehrt, dass Sie auch dieses Mal wieder als Staatsoberhaupt den Deutschen Umweltpreis übergeben haben. Wir danken Ihnen sehr für die Würdigung unserer Preisträgerin und unseres Preisträgers und für Ihre deutlichen Worte zum Klima- und Artenschutz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Partsch, Ihnen und der Stadt Darmstadt danke ich im Namen
der ganzen DBU ganz herzlich für die Aufnahme, die Unterstützung und die Gastfreundschaft hier in der Wissenschaftsstadt. Ebenso ganz herzlichen Dank an Bundesumweltministerin Schulze, an Landesumweltministerin Hinz und Landesminister Backhaus für ihren heutigen Besuch, aber auch für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Vor dem heutigen Preis steht ein langer Auswahl- und Entscheidungsprozess für den Deutschen Umweltpreis. Ich will in dem Zusammenhang ganz, ganz herzlich danken den Mitgliedern unserer Umweltpreisjury, den Vorschlagsberechtigten und den vielen ehrenamtlichen Gutachterinnen und Gutachtern, die alle dazu beigetragen haben, unsere spannenden und wichtigen Preisträgerinnen und Preisträger zu identifizieren. Sie alle, die hier mitgearbeitet haben, sind Grundstein des heutigen Preises. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, mein besonderer Dank gilt unserem Kuratorium unter der Leitung von Rita Schwarzelür-Sutter. Wieder einmal hat sich gezeigt, welche gute Resonanz, gut getroffene Entscheidungen mit sich bringen können. Ganz herzlichen Dank für die enge und gute Zusammenarbeit in der DBU. Ja, und natürlich herzlichen Dank an die ganze Mannschaft im Hintergrund dieses Preises, die alle, wenn es gut läuft, gar nicht gesehen werden auf der Bühne, aber wie unsichtbare Hände dafür sorgen, dass alles gut läuft. Also herzlichen Dank und auch wenn wir jetzt gleich ins Feiern übergehen können, noch viel Spaß beim Abbau dann wieder. Und ganz zum Schluss, Frau Rakers, wie hätte es anders sein können? Auch Ihnen wieder herzlichen Dank für gewohnt souveräne Moderation und Kurzweiligkeit in den letzten anderthalb Stunden. Mal wieder herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bonde. Die berühmten vorletzten Worte waren das. Denn das letzte Wort habe ich, wie in den letzten Jahren, weil auch ich mich natürlich gerne noch bedanken möchte bei Ihnen hier im Saal für die Aufmerksamkeit, bei Ihnen zu Hause oder im Büro an den Bildschirmen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach dem Deutschen Umweltpreis ist vor dem Deutschen Umweltpreis und wenn Sie mögen, sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Dankeschön, Herr Bonde.